Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind noch einen Sprung von neue Ziele entfernt. Mario in der letzten Folge geguckt. Neue so AAA-Systeme, weil wir in einen neuen Namensbereich gekommen sind und haben hier festgestellt, huch, das sind ja ein paar direkt in unserer Nähe. Und das sind wir jetzt klar am ersten. Aber zuerst will ich euch mal noch kurz was zeigen. Und zwar bin ich hier in dem System mit so einem A-Stern. Und was da so quasi besonders war, hier, okay, gut, ganz normaler F-Stern. Hier draus ist eine Wasserwelt und die hat 5 Monde. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Also eine Wasserwelt, klar, Wasserwelt mit Mond, das kommt hier öfter schon mal vor, aber mir war es echt neu, eine Wasserwelt, die 5 Monde hat. Also so viele Monde. Das fand ich jetzt schon richtig cool, muss ich sagen. Die habe ich natürlich auch. Du hast diesen Planeten erfasst. Ich dachte schon. Da war ich nämlich noch gescannt. Genau. Also recht cool. Das ist auch First Time für mich, dass ich so Wasserwelt mit so viel Monde habe. Aber mir fließt einmal weiter. Ein O-Stern. Ein, ja, so markantes System halt. Und ich glaube, ja, dass man Pech haben. Mich natürlich super freue, wenn das Ding noch nicht entdeckt ist, aber wir haben immer so viele Fallen mit. Da geht nichts dran vorbei. Ja, ist schon entdeckt. Kann man nichts machen. Aber jetzt auch in unserer Datenbank und hier ist sonst nichts außer diverse große Sterne, Herbiger E-Stern, oder? Titauri, gucken wir mal. Ach Gott, Armed Nightshade, der war schon hier. Das hört sich aber eher nur mal Kämpfer an, Armed, aber ja gut. 69 Sonnenmasse, 130 Sonnenradio, okay. Das ist noch relativ. Ja, der ist auch schon ein bisschen schwer. Oh, Wolfra, hier ist das da noch. 69 Sonnenmasse, ist das nur ein weiterer O-Stern? Herbig, genau, Herbiger hier ist es da mit 32 Sonnenmasse und hier noch B-Stern. Okay, gut, ziemlich viel Abwechslung an Sonne hier in dem System, muss ich sagen. Gut, Bookmark entferne und wir können mal rauszoomen. Wir haben schon andere Bookmarks, aber gerade mal vorsichtshalber nur gucke, eventuell zwischen du eventuell fällt uns hier was anderes ins Auge. Moment, muss noch weiter. Moment, ich wo hier? Ah, okay, jetzt bin ich verwirrt. Moment, heute mal nicht mir. Nee, mir heute nur Danny hier. Der ist nicht so weit entfernt. Nehmen wir natürlich mit, weil wir gucken mal kurz, was ist denn hier alles in dem Blickfeld? Ich glaube nichts. Nee, auch ganz normaler Stern. Dann können wir einfach mal die Route hierher planen. Das dürfte 3 Sprünge sind und wieso eigentlich nicht die realistische Einstellung gerade nehme. Das ist, denke ich, voll okay. Ja, bei den 165 Lichtjahre, da ja, lohnt sich das nicht irgendwie Neutronenstern so. Das ist eher unnütz. Aber wenn wir uns den Stern relativ schnell angucken können, dann würde ich sagen, schnappen wir uns einen Neutronenstern zu dem orangenen Riesensekunde. Schaffen wir natürlich jetzt nicht in der Folge, aber ja, komm mal hin. Irgendwann. So. Dann gucken wir mal. 9. Das halte ich noch in Grenze. Ja, wir nehmen einfach nur das an Sprit mit, was man so beim Vorbeifliegen noch mitnehme. Das ist okay.
Okay, hier gibt es auch nur das Übliche, sage ich mal. Ja, was ist sonst Neues in der Elite-Welt? Ja, was ich jetzt im Forum gelesen habe, die EOT, also der Explorer-Clan, wo ich auch dabei bin, die planen wieder eine neue Aktion. Können eventuell mal im Forum gucken. Der Chef hat sich was überlegt und die machen hier immer so recht coole Aktionen, die eigentlich nie so furchtbar lang gehen, aber doch recht nett sind und vor allem auch für Explorer-Neulinge. Also wenn einer von euch nur nicht so viel Explore tut, der kann da doch gut und gerne, oder sich das noch nicht getraut hat, der kann doch gut und gerne mitmachen, weil immer auch viel erfahrene Jungs dabei sind. Ach, den Namen habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall gibt es der offizielle Account von der Explorer on Tour hat dann halt auch einen Fleet Carrier. Und der fliegt dann Anfang Oktober, ist es glaube ich. Genau, die erstes Oktoberwochenende, wenn ich richtig will, ist die von Toluku aus nach Eta Carinae. Da waren wir ja auch schon. Ist schon ein bisschen her, aber da waren wir schon. Recht cool. So riesiger Stern, lohnt sich auf jeden Fall. Auf eine größte überhaupt. Die fliegen dann dorthin. Dann machen sie so eine so quasi sichelförmige Route zu einem unentdeckten System. Ups, ich wollte eigentlich das so aktivieren. Zu einem unentdeckten System, wo irgendwie bis hier ober überhalb von der Ebene leitet. Und von dort geht es Richtung Zentrum naja, Great Annihilator und Sagittarius A natürlich. Das Ganze über einen Zeitraum von 6 Wochen, glaube ich. Also nicht so furchtbar weit. Und ja, können wir gerne mal im Forum gucken. Was reinschreiben, wenn er mitmachen wolle. Also, das ist. Ich würde hier auf der einen Seite würde ich echt gerne mitfliegen. Auf der anderen Seite weiß ich ja nicht mehr, ob ich im Oktober schon wieder in der Bubble bin. Und wenn wir im Oktober in der Bubble sind, ob wir dann überhaupt schon mit dem fertig sind, was man machen wollte. Wir wollen hier ein bisschen Ruf an neue Schiffe erfahren. Und dann soll die nächste Expedition hier woanders angehen, nämlich ins Zentrum. Ah, wir müssen mal gucken. Wäre schon cool, wäre es schon. Also können wir auf jeden Fall gerne mitmachen. So ein Carrier ist genug Platz. Und vor allem, da sind dann richtige Profis dabei. Sei nicht einfach mal so, die wo vom Explorer wirklich viel Ahnung haben. Und da kann man viel davon lernen. Von denen. Ja, ich auch noch. Ich kenne mich ja nicht so toll aus. Also doch schon einigermaßen, aber das sind richtige Koryphäe dabei. Da kann man die eine richtige Erfahrung. Jo, wollte ich nur erwähnt haben. Das ist bestimmt eine sehr, sehr nette Aktion. Vor allem gibt es auch immer so Formationsflüge, die halt verdammt viel hermache. Und ab und zu mal was aufgenommen. So Geburtstagsaktionen mache vom Clan halt. Das ist schon eine nette Aktion. Wo ich jetzt auch noch Kenny live gesehen und so Island bin ich bei den Joano nicht. Wobei, was jetzt, ich bin bei denen, das ist eigentlich ziemlich losi Gemeinschaft, aber das finde ich auch gerade gut. Denn auf so Verpflichtungen hätte ich eigentlich keine Lust bei Kennen spielen. Man spielt hier zum Spaß und nicht irgendwie voller Terminkalender Sachen. Ja, auf jeden Fall sind coole Typen oder auf jeden Fall Leute, die wirklich Ahnung haben, die viele froh kann. Das ist bestimmt so nett, die gemeinschaftliche Aktion kann man vorstellen. Und vor allem wirklich, denke ich mal, von Neuansteiger ist das eine richtig tolle Sache, wenn man da mal mitflieht. Weil dann kann eigentlich nichts passieren. Und man hat die Möglichkeit, seinen Namen an schöne Systeme noch dran zu kleben. Vor allem ist es auch, weil ich so rausgewiesen habe, keine gehetzte Aktion. Also wird ganz bequem Eta Carinae geflogen. Dann hat man dort ein bisschen Zeitfasse gucke und dann zu verspätete Zeit geht es halt weiter. Also es ist gar nicht gehetzt, du kannst dich zeitlose. Das ist schon okay. 20 Lichtsekunden. Überhaupt, dann nehmen wir noch mit, würde ich sagen. Wie weit bist du? 800 Felsig. Ne, da müssen wir eh nicht hin. Die lohnt sich nicht. Weil das machen wir auf jeden Fall noch weiterhin Eisringe scannen. Einfach so aus Spaß an der Freude, wenn wir irgendwo eh hinkommen oder wenn es nicht weit ist. So allen für die mittlere Zukunft hin. Eventuell sollte man.
mit nicht ganz so viel Geschwindigkeit um deine Stern rumkreise, um deine Planet. Nee, genau, also so auf die mittlere Zukunft hin, falls man es dann auch auf Lead Carrier hole. Dass man schon mal Quelle haben, wo man gut meine kann. Noch allein, weil ich so halt dann wirklich auch in das öffentliche Dokument, wo der Kolumbus angelegt hat, ach, na, von der EOT mit so Hotspots, Tritium in verschiedene Sektoren, ist ganz sinnvoll. Dass man vielleicht auch auf diese Art ein bisschen was zurückgeben kann, wenn man auch so mit so Infos beiträgt. So, okay. Oh, dann sind wir auch schon da. Das ist hier cool. Haben wir es jetzt schon gescannt? Jo, stimmt. Jetzt, okay, jetzt erst. War mal ich gerade nicht sicher, ob ich die Meldung jetzt übersehen hat oder nicht. Naja, passt alles. Ich muss langsam nochmal gucken, wie viel Daten sich schon angesammelt haben. Hier könnte schon bald an die 500 Millionen wieder kratzen, was für sehr cool wäre. Ach, Mistding. Auch schon entdeckt. Verdammt. Drei. Hier gibt es zwei. Die da sind relativ dicht beieinander. Azraelois. Okay. Was war interessant, dass das immer andere Namen sind. So, 85 Sonnenmasse, 200 Sonnenradio. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt haben wir hier Auro-O-Stern mit 33 und du bist auch einer mit 26. Und die sind relativ nah beisammen. Na gut, 6.900. Das ist schon entdeckt, das gucken wir uns nicht an. Wäre es unentdeckt, wäre ich jetzt Sahne geflohen, aber. So. Mir scrolle mal ganz vorsichtig raus. Immer so in der Hoffnung, vielleicht finde mal irgendwo noch eine Überriese. Ach, ich würde mich so freuen. Ich glaube dann. Ach, da mache ich so Party, wenn ich mal so G oder was ist das andere noch? F oder G Überriese finde. Auf der Karte. Eieiei. Das ist wie Weihnachten und Ostern an einem da. Da wird direkt die Flasche Champagner aufgemacht. Moment. So hier. Das ist ja gar nicht wie weit. Wow. So, Moment. Wir machen jetzt Folgendes. Wir planen die Route und dann suchen wir uns einen Neutronenstern hier in der Ecke, falls es einen gibt. Wie gesagt, falls es einen gibt, weil hier sind nicht momentan nur B-Sterne und Proto-Gedöns. Hier oben. Hier kommen wir noch relativ schnell hin. Das machen wir. Wir fliegen dorthin. Dann kommen wir mal wirklich in der Folge noch zu dem Dings. Zu dem orangen Riese. Genau. Orangen Riese ist es. Wir können auch guten Gären noch ein bisschen Sprit mitnehmen, wenn wir schon da sind. An O-Sterne tankt man eh nicht oft genug. Oder nicht so oft. Gerade randommäßig Bildschirmfoto machen. Vielleicht kann man es ja als Thumbnail verwenden. Mal gucken. Ah, Tank schon wieder voll. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Abstand gewinnen. Das passt schon. Gib ihm.
Okay, der ist gutmütig, der lässt uns direkt weiterziehen. Hier sind wir auch schon fertig im Scanner. Eigentlich sind wir schwer nur F. Was ist? Ne, T-Tauri ist es sogar. Wow, okay. So, Neutronenstern. Iokold Puff. Iokold. Eieiei, wie sie die Namen generiert haben. Wohl ja zufällig. Sehr schön, der ist auch relativ gemächlich, der Dorn. Der ist allein im System und das Tor war knapp. Es hat genau gereicht mit Bremse. Fahren uns da ein bisschen ausrichten. Na komm. Lass mich rein, lass mich raus. Ne, das war was anderes. So, wir haben. Das ist ja super, da kommen wir direkt den nächsten Sprung hin. Ach, guck mal hier, Eta Carinae, da haben wir es doch. Da geht diese Reise vom Carrier hin. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist hier. Die Bubble ist hier. Oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Genau, das hier ist die Bubble, hier ist Eta Carinae. Das ist so schön die Route, die man machen kann, um deine Ingenieur, de Palin, ist es glaube ich, freiseschalte, für die man die 5000 Lichtjahre braucht oder wie sind. Das kommt nämlich fast direkt hin. Hier hinten ist glaube ich noch der Eta Carinae Nebel, der ist in dem Spiel tatsächlich ein bisschen von dem Stern entfernt. Kann man auch hin, ist auch recht schön. Also kann ich echt nur empfehlen, wer hier nicht war, den Stern anzugucken, das lohnt sich, wer der ist, wirkt, das ist Hammer. Riesig ist der. Ja, wenn wir gerade schon mal hier sind, mir schnauze mal kurz. Mir stalker. Oh, der Jesse ist hier. Wo ist er dann wieder mal? A-Stern. Oh, der Michael. Der ist hier. Ach so, stimmt, die haben sich ja selbst getroffen, die zwei. So, ist noch jemand da? So, bestimmt der Columbus. Ja. Sonst keiner da. Nun gut. Okay. Das muss manchmal sein. Ist sogar M-Stern. Ich habe gedacht, das wäre. Oh, hab ich mich verguckt? Ich dachte, das wäre Orangener Riese. Bei M-Stern bin ich jetzt doch her. Bei M-Riese. Verdammt! Verdammt! Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich war echt fest davon überzeugt, dass das so Orangener Riese ist. K-Stern. Merde! Egal, egal. 2:30. Oh, es hat sich gelohnt, Jungs. Es hat sich gelohnt. Oh, und wie sich das gelohnt hat. Das ist unser neuer größter, wo wir gefunden haben. Wow. Oh, geil. Da müssen wir direkt gucken. Oh, ist das so cool. Ist das so cool. N40 Sonderradie, 2,5 Sonnenmasse. Und eine Oberflächentemperatur von 5100. Das ist bei Radius, der Masse und Temperatur ist es ein Rekord. Okay, gut. Wir haben noch nicht allzu viel von der Neurode Überriese. Neurode Überriese ist es sogar. Nicht nur rot, es hat sich doch gelohnt. Es ist eine Überriese und kein Riese. Geil. N40 Sonnenradie. Das finde ich oh, herrlich.
Herrlichst. Wie weit sind wir da entfernt? 174 Lichtsekunde. Geil. Geile Sache, Parker. Ich nehme alles zurück. Ich ärgere mich nicht. Ich bin froh, dass wir hierher geflossen. So, das System müssen wir natürlich in voller Pracht uns angucken. Und, ach, das ist hier dann ein würdiger Abschluss für die Folge der Durchstern, weil besser wird es nämlich die Folge. Geil. Hat denn da heute mal so. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Moment. Moment. Die Inträge verwirren mich, aber ich habe hierbei noch was gelesen. Das ist. Mir hatte doch auch Codex im Tag. Stimmt. Moment, Moment, Moment. Hier in dem Stern, hier in dem System ist noch ein Stern. Ist hier noch Überriese der Spektralklasse K? Also orangener Überriese? Wirklich? Muss ich eigentlich, weil so ein Trip mir das Programm wahrscheinlich nicht anzeige. So, das müssen wir also erstmal komplett investigieren, was wir hier an. So, also erst brauchen wir ein bisschen Abstand. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Bin ich mal nicht sicher. Das erste Mal. So. Wie kommst du jetzt? Wie kommst du jetzt auf Überriese der Spektralklasse K? Weil das ist ein Codex-Eintrag. Nee, das. Ach nee, oh, ich glaube, ich habe da einen Fehler. Ich habe was bei einer Übersetzung falsch gemacht, weil das kann ja nicht sein. Das ist hier nur roter und kein orangener. Da muss ich mal gucken. Also alles, alles gut, doch kein anderer Überriesen dabei. Müssen wir auf der Karte gucken, wie er da gekennt. Nee, guck das. Doch. Hier ist K. Ja, 1 ist überrömisch, 1 ist überriese, das ist schon okay, aber hier ist es K. Tatsächlich ist es okay. Also, es ist doch ein K-Stern, aber ein K ist doch eigentlich ein orangener Riese. Das müssen wir jetzt erstmal mal, wir gucken mal grob, was wir hier haben. Und das klappt bestimmt auch mal noch auseinander. Das geht so nämlich nicht. Reich an Erzen hätte man hier. Geosignale. Felsig die Ringe. Metallisch. Wenn jemand abbauen will. irgendwo gibt es noch Germanium. Irgendwann mal noch Close Orbit, aber ne, das sind alles diese Dinger hier. Okay. So, jetzt müssen wir noch ein Geheimnis lüften. Weil vorher wird diese Episode nicht beendet. Also.
Überriesen der Spektralklasse K. Das haben wir bestätigt. Weil genau den Codex Indra habe ich auch bekommen. Und genau, das ist das System, wo wir momentan sind, bestätigter Standort. Genau, und das ist heute. 26.8. Ja, das ist deine Intro, wo wir gemacht haben. Also es ist ein Überriese der Spektralklasse K. Und das sind rote Überriese, okay. Moment, Moment, Moment. Aufzeichnung. Das ist mir komplett neu. Geringste Masse. Kleinster Radius, größter Radius. Und das ist nur von unserer Entdeckung in dem Sektor. Das ist ja cool. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es hier drin steht. Ist das neu? Das ist momentan nur der, weil das unser Ensichter ist. So, warte mal, und das ist ein Riese, der. Ah, Moment. Bei M-Sterne gibt es nur normale und Riese. Und die Überriese? Das wäre dann die, weil hier bei K gibt es Riese und Überriese. Bei M gibt es das nicht. Interessant, also es ist doch ein K-Stern, aber der wird halt nur als roter Überriese bezeichnet, weil die anderen Sterne, weil. Hier. Der ist noch offen, der Überriesen der G-Klasse. Die haben wir noch nicht, das ist klar. Aber hier, die haben wir ja auch schon. Ein orangefarbener Riese der Spektralklasse K. Und das steht hier mal nicht gemäß der Spektral 1a, 1ab oder 1b. Okay. Interessant, interessant. Es war doch ein K-Stern. Das mit dem roten Überriese hat mich völlig verwirrt, weil das Rot habe ich immer mit M in Verbindung gebracht, weil die K-Riese halt Orangenriese sind. Gelb-Orange. Deshalb, also es ist ein bisschen komisch. Also alles gut. Es ist gut, dass wir hergeflossen. Wir haben einen neuen Rekord für uns gefunden. Beziehungsweise die heute mal noch gar nicht, was ich sehr cool finde. Und das war jetzt der Grund, wieso ich den eigentlich gebookmarkt habe, weil diese einzelnen dran am Namen, diese Größekennung, die ist mir halt ins Auge gefallen. Sau gut. Finde ich echt super. Supi, wo ist er dann? Wo ist er? Mir brauche noch einen. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Mir wollen natürlich, wenn schon. Komm, mir hätte schon können, das halt 5 Minuten Schluss machen, aber egal, das muss hier. Oh, guck euch das mal an. Geil, was für eine Eruption. Hammer. Och Gott, wie geil. Ich liebe diese Eruptionen. Nee, komplett weg. So. Cool. So, mit dem richtig geile Anblick, eine mächtige Eruption beim rote Überriese, einem K-Stern mit 41 Sonnenradie. Geil. Verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bye bye.